jegliche Form der freien Selbstbestimmung. Die Frau ist eine Vollkommunistin. Und zwar Kommunismus im Sinne von Staatskapitalismus. Ja. Man merkt schon. Impfpflicht, aber ne, es gibt halt verschiedene Sachen. Nee, man merkt schon, man merkt schon so, ja, scheiße, die AfD, die können gleich Stimmen verlieren, ne? Ha, guck mal, bei der neuen Wagenknecht-Partei, das ist eine dabei. Ah, komm. Nein, Sarah, wir haben viele Punkte, die ich wirklich, wirklich gut finde. Aber warum hat sie diese Kartoffelhasserin dabei? Ja, weil es halt Linke sind. Die wird ja nicht plötzlich rechts oder Mitte. Ja, was auch hat das bitte mit links zu tun? Deutschhass hat nichts mit links zu tun. Das ist Quatsch. Nein, das überhaupt nicht. Aber zum Beispiel FDP. Glaubst du, ich habe FDP jemals aus kapitalistischen Gründen gewählt? Ich habe mir darüber nie Gedanken gemacht, bevor ich Kommunisten getroffen habe. Wie gesagt, mein Vater war ein Jahr damals Mitglied auch bei der FDP und hat auch die gewählt, weil er sich halt gerade für diese Bürgerrechtsideale auch eingesetzt hat. Aber ihm hat letztendlich auch das soziale Gewissen gefehlt und auch der Wandel der FDP ab den späten 70ern halt in eher eine neoliberale Richtung, ne? Lass mich doch auch mal drei Sätze kurz sagen, ne? Pardon, ne? Alles gut, ich bin nicht böse, aber ne, lass mal kurz das erklären. Und dann hat im Verlauf der späten 70er hat sich also langsam halt abgezeichnet, dass die FDP sich so eine neoliberale Richtung entwickelt. Und das ist halt genau, was mir persönlich fehlt, weil letztendlich, selbst ich könnte ein FDPler theoretisch sein, aber ich werde ein Kommunisten-FDPler, wenn man so will. Weil ich halt sage, okay, Bürgerrechte, Bürgerfreiheit, lauter diese Dinge, gerade auch auf persönlicher Basis, unglaublich wichtig, sehr wichtig. Übrigens ist AfD teilweise mega gegen, was es angeht. Können wir an anderer Stelle mal behandeln. Wenn es ums Ökonomische geht, bin ich Sozialist. Oder gar Kommunist. Der Punkt ist, bei der FDP ist, ich war früher sogar Sympathisant der FDP, aber mit Kinder statt Inder unter Möllemann hat die Nein, FDP mal verschissen. Nein, das war die CDU. Nein, das war die FDP. Kinder statt Inder war 1998. Nein, das war Möllemann, Kinder statt Inder. Nein, war Möllemann auch. Da hat Kev recht, das hat auch der die FDP auch. Nein, das war FDP. Googles bitte, Schätzchen. Ja, aber das war CDU. Das war der FDP-Wahlslogan auf den Flyern und so weiter. Ich dachte gerade an NPD, aber gut. Nee, aber da hat die FDP bei mir verschissen. Wirklich. Und das davon aber, hat aber das mir war 98. Wie alt warst du da? Manche sind da schon etwa ein bisschen politisiert. 98 bin ich in die SPD eingetreten. 1998 bin ich in die SPD eingetreten. CDU will Kinder statt Inder, steht hier. Jürgen Rüttgers. Aber bei Möllemann wäre das größte Problem halt, dass er halt gesagt hat, und das kann man natürlich jetzt wirklich wieder. Stopp, lass mich mal kurz das aussprechen. Das kann man natürlich missverständlich verstehen. Aber er hat damals gesagt, er fürchte, dass halt, also das war so ein legendärer Satz, er fürchte, dass halt durch die Art und Weise, wie halt Sharon, damals Präsident von Israel, und auch wie Michel Friedman agiert, dass sie dem Antisemitismus mehr Zulauf verschaffen durch ihre Art und Weise, wie sie sind, ne? Aber ich halte den Satz auch für problematisch, weil selbst wenn du einen arroganten Arsch hast, wie Michel Friedman oder wen auch immer, ne? Ja, oder auch jemanden wie damals wie Sharon, dass sie letztendlich sich für den Antisemitismus entschuldigen müssen, weil es hat den Antisemitismus nicht rechtfertigt. Aber jetzt mal im Ernsthaft, wer kann denn ernsthaft gegen ein Motto sein wie Kinder statt Inder? Ja, und es ist von der CDU. Ja, ist ja nicht so schlimm, auch die machen auch ein blindes Huhn findet man Korn. Ja, aber natürlich möchtest du gerne, dass die eigene Geburtenrate angekurbelt wird und wir nicht mit Leuten von der Welt zugeschnitten werden. Weil es ein völlig verblödeter Wahlslogan ist, mal ganz ehrlich, wie traurig muss dein Leben sein, dass du nachts unterwegs bist oder tagsüber. Du kommst, du bist im Jahr 1998, also Bundestagswahlkampf, ne, mit Oskar und mir. Und dann läufst du mit Plakat Kinder statt Inder. Oh, ich muss bumsen gehen. Ich muss ein deutsches Kind machen. Was ist mit deinem Leben los? Du verstehst doch die Definition dahinter, oder nicht? Ja, natürlich verstehe ich die Definition, aber trotzdem ist der Slogan bescheuert. Wie,
eigene Familie im eigenen Land ja. machen, damit wir keine Einwanderung brauchen. Ja, von der ja. Familie, wenn du das eigene Volk am Leben halten willst, oder nicht? Ja, es ist trotzdem blöd, Marc. Mit einer Friedenstaube da und es steht keine Waffen in Krisengebieten. Dann sollten wir Familien entlasten, damit die Leute wieder die Möglichkeit haben, dass wir unser eigenes Volk am Kacken halten können. Wie traurig, wie arm muss ein Volk sein, dass es irgendeinen Trottelpolitiker braucht, der ihnen sagt, ja bitte fickt mal ein bisschen rum, damit ihr euch weiter vermehrt. Also entweder du machst es, weil du Selbstverantwortung hast, weil du dich selbst vermehren willst. Die Wirtschaft. Ja, Lola, ich habe dich mitbekommen, aber ich muss das kurz zu Ende sagen. Aber die Wirtschaft einfach dahingehend entwickelt. Du liegst falsch. Das war kein Aufruf, dass wir mehr deine Arbeit eine Familie ernähren kannst. Ja. Damit du wieder Kinder haben kannst. Das eben auch. Wer hat das denn kaputt gemacht? Wer hat das denn kaputt gemacht? Es waren die Sozialdemokraten. Nein, es war die CDU. Wer hat es den Familien schon seit den 80ern erschwert? Aber wer hat es denn gerade auch den ja, sozialen Schwachen und so weiter, wer hat es denen unmöglich gemacht durch ihre Politik? Jetzt müssen wir mal konkret werden. Wer hat es den Leuten wirklich kaputt gemacht? Alle, die regiert haben, sowohl die CDU wie auch die SPD. Ja, es war nur Willy Brandt und Helmut Schmidt oder wer auch immer. Die haben gesagt, bitte Deutsche, hasst euch, vermehrt euch nicht. Ja, ne? Bei welcher Partei waren die denn? Nein, das haben Kohl und Merkel schon ganz gut geschafft. Ja, aber das liegt nicht mal wieder auf, das wird immer wieder auf linke Parteien zugeschoben. Seit Jahren, Jahrzehnten sagen linke Parteien, wir müssen ermöglichen, dass wir es Familien einfacher machen, ne, überhaupt Familien zu gründen, Nachwuchs zu zeugen. Das sagen linke Parteien seit 30 Jahren. Ja, aber da rennst du doch jetzt in dieser Gruppe selbst bei mir offene Türen ein. Ja, aber ihr schiebt das trotzdem tendenziell immer in so eine linksprogressive Richtung, dass die... Nein. Ja, komm, Marc. Ich hab 16 Jahre Kohl und 16 Jahre Merkel mitgekriegt. Ja, genau, so, das vergessen wir. Also, ich weiß schon, wer dafür verantwortlich ist. Also für so dumm darfst du mich nicht halten, bitte. Okay, dann nehme ich es zurück. Also, ich hab 32 Jahre CDU-Regierung mitgekriegt und ich weiß, wer hier die Familien kaputt gespart hat. Also, ne, so dumm bin ich ja nur auch nicht. Naja, aber es ist ja auch nicht so, dass jetzt da irgendwie was Produktives gerade... Okay, aber ich wollte auf den Punkt hinaus, dass es darum geht, das hat ja keinen patriotischen oder nationalistischen Hintergrund in sich, sondern es geht halt darum, das hat einen ökonomischen Hintergrund an sich dran. Und darum geht's doch. Aber du hast ja gerade ein Plakat, also anscheinend war es doch von der CDU. Ich glaube, da hat Lola doch recht, dass es eher von der CDU kam. Ja. Es könnte sein, dass die FDP mal um was Ähnliches gesendet hat. Also Kevin die hat haben das ja schon mitgetragen damals, ja. Auf jeden Fall, aber das ist halt nicht der Punkt. Verstehst du? Zu sagen, eine neoliberale Partei fordert jetzt das, was sie selber 20 Jahre zuvor kaputt gemacht hat. Ist ja, das ist das Konzept von erfolgreicher Politik, Spaltung und Herrschaft. Aber Team, das steht erst jetzt alles kaputt machen und dann sagen, guck mal, da ist alles kaputt, ich kann euch helfen. Na, Lola... Du könntest den Slogan heute nie mehr benutzen. Der würde auseinandergerupft werden. Übelst rassistisch, ja. Der ist auch blöd. Aber 98 war das einfach noch eine andere Zeit. Da hat sich auch niemand drüber echauffiert. Ja doch, die haben sich schon echauffiert. Nein, die haben sich schon darüber echauffiert. Aber es hatte vielleicht nicht diesen gesellschaftlichen Druck, vielleicht wie man den heute kennt. Aber ehrlich gesagt, das muss ich euch ganz... Jetzt könnt ihr euch sagen, ich bin voll woke oder so, aber ehrlich gesagt, ich bin froh, dass wir die Zeiten hinter uns haben. So ein scheiß Slogan, bin ich froh, dass wir das nicht mehr haben. Aber weißt du, Neoliberalismus ist ja halt was Schlechtes. An sich ist das ja gar nicht schlecht. Ich finde Neoliberalismus richtig scheiße. Ja, wie man heute den definiert, ja. Ich wollte gerade sagen, das, was mittlerweile daraus gemacht worden ist, wie jede politische Agenda, ist da ja schon irgendwo ein guter Gedanke hinter. Dass du einfach einen freien Markt brauchst, damit sich die Leute frei entfalten können. Aber wenn du dann natürlich das soziale System schleifen lässt oder die Leute, den Leuten keinen vernünftigen Lohn bezahlst, dann geht halt alles vor die Hunde. Ja, aber du kannst ja nicht nur du musst ja nicht nur das Wirtschafts-. Ich habe die FDP immer aus liberalen Gründen gewählt, ja, immer. Nie aus, wie gesagt, kapitalistischer Sicht. Ich habe nicht mal eine Firma. Ja, aber liberal ist doch kapitalistisch. Ich könnte ja nicht mal jemand ausbeuten, selbst wenn ich es wollte. Ich habe keine Firma. Ich fand gerade den Satz einfach geil. Also ich wähle die FDP nicht nur aus liberalen Gründen, nicht aus kapitalistischer Sicht. Ich fand gerade den Satz geil. Das ist eigentlich für mich ja auch. Ja. Sie stand halt einfach dafür, früher mal den Bürger viel selber entscheiden zu lassen.
Grundsätzlich ein guter Ansatz und sogar den würde ich sogar unterstützen. Und ich kenne auch zum Beispiel auch so manche Ansätze damals schon unter Guido Westerwelle oder auch von Lindner, wenn er sagt, ne, ja, wir sind grundsätzlich eine Partei, die sagt, wir überlassen dem Bürger die Freiheit, erstmal alles zu organisieren und erst danach wirken wir ein, ne, weil wir keine Libertären sind, sondern sagen, wir brauchen notfalls einen starken Staat, der notfalls einwirkt. Nur, was mir halt einfach zu kurz kommt, ist dieses danach. So, was muss noch passieren, dass dieses danach mal kommt? So, Bankenkrise, Lehman Brothers, die ganze Geschichte. Irgendwann musst du halt auch mal reagieren. Oder wir können auch zurückgehen in die 80er oder so, wo das schon anfing mit der ganzen Finanzmarkt-Deregulierung und so weiter. Wann kommt endlich dieses danach, frage ich mich bei der FDP. Mark, was wäre gewesen, wenn 2008 Lehman-Krise? Krise? Was hätte die Linke gemacht? Das wäre doch die absolute Krise geworden. Nein, es geht doch gar nicht darum, dass wir damals die Banken gerettet haben, beziehungsweise dass Lehman Brothers wurde ja sowieso aufgegeben. Ne? Lehman Brothers war ja so ein Exempel, das man statuiert hat, dass man die halt nicht gerettet hat. Aber es geht ja darum, dass Lehman Brothers zu das geworden ist, was es am Ende war. So wie es halt auch Goldman Sachs heute ist. Genau so weit wollte man es eben in den 80ern oder 90ern aus sozial demokratischer oder aus linker Perspektive eben nicht kommen lassen. Man hat ja drüben da, vielleicht nicht, drüben. Nein, wir reden hier auch von der BRD, wir reden hier von Ländern oder von einer Perspektive, wo man sich mit dem Kapitalismus halbwegs arrangiert. Marc, jetzt komm, jetzt wird's interessant gerade. Ich bin müde. Ja, was glaubst du? Den Punkt musst du noch zuhören. Genau, darum geht's doch. Linker Ansatz gewesen. Linker Ansatz ist eine Regulierung der Finanzmärkte, ganz einfach. So wie es auch Lafontaine in dem Wahlkampf 98 gefordert hat. Man muss Lafontaine nicht geil finden oder toll finden, aber die SPD wollte bereits die Deregulierung seit den 80er Jahren und den Mitte 90er Jahren, wollten sie wieder regulieren. Sie wollten gegen diese Deregulierung vornehmen. Brecht. Richard David Brecht. Was? Ja, Richard David Brecht hat die Lösung irgendwann mal. Den kann ich ja nicht leiden, Er hat einfach definitiv die Lösung für diese Probleme. Finanzgeschäfte müssen einfach besteuert werden. So. Jeder Aktienhandel, jeder Transfer. Das will die SPD doch auch. Transaktionssteuer. Jedes Geldgeschäft einfach besteuert. Ja, Transaktionssteuer, das will die SPD dann doch. Dann kannst du nämlich den normalen Bürger entlasten, kannst ihn in Ruhe lassen. So, jeden Cent, den du an der Börse machst. Davon müssen einfach, keine Ahnung, 20%. Das wollte die SPD unter Merkel schon, hat Merkel nicht durchgelassen, die Transaktionssteuer. Ja, was die SPD heute will, das fordert die Linke, fordert halt sogar die Grünen fordern das inzwischen, glaube ich. Das fordert irgendwie jede linksgerichtete Partei, dass man auch die Reichen steuern und lauter so Zeug. Aber die FDP verweigert sich ja dessen. Reichensteuer, Erbschaftssteuer, damit verscheuchst du dir nur die Leute, deren Eltern irgendwie einen Lebtag lang hart gearbeitet haben und ihnen was hinterlassen wollen. Nein. Geld, das nur aus Geld gewonnen wird, das musst du besteuern. So. Das ist die Transaktionssteuer, da ist die FDP auch gegen. Bin ich für, tatsächlich. Ja, obwohl ich AfD wieder bin, aber da bin ich für. Aber wenn Leute Steuern fordern, ich meine, im Grunde, du zahlst sie, ja, egal jetzt mal für was, wofür es gebraucht wird oder so, ja, hast ja eh nicht im Griff, so. Na? Ja, aber trotzdem eine Transaktionssteuer für Aktiengeschäfte und so weiter, das ist doch was Sinnvolles. Du könntest den Mehrwertsteuersatz senken, du könntest... keine Frage, ich kenne mich mit Steuern auch. Lohnsteuersatz senken, du könntest Krankenkassensätze senken und so weiter und so fort. Lohnsteuer kannst du jetzt senken. Weil es sind ja aber Milliarden gemacht an Transaktionen. Und die besteuern, dann ja, aber es würde doch keine Geld. Sau mehr Aktien kaufen. Dann würden diese riesen Aktienblasen und so weiter auch nicht mehr so. Du würdest dir zumindest überlegen, wo du Geld investierst, und es würden nicht irgendwie pro Sekunde so und so viele Milliarden umgesetzt werden. Weil die Leute sich dreimal überlegen würden, wo sie es investieren, denn wenn sie einen Gewinn machen, dann müssen sie ihn versteuern an der Stelle. Sie müssen ja keinerlei Gewinn, wenn du an der Börse investierst. Also du kannst ja von Hartz IV leben. Wenn du es schaffst, 100 Euro von deiner Hartz IV zu investieren, dann kannst du ja damit Geld machen, dass du nicht versteuern musst. Wo ist denn da die Logik? Aber wenn ich mir eine Wurst kaufe im Supermarkt, dann ist da 20% Steuer drauf.
19. Da, wo ist da die Logik? Aber du verstehst ja, worauf es hinausläuft. Ja, ne? Ich verstehe das schon, aber... Ja, und der Transaktionssteuer ist das, das betrifft nur Leute eigentlich, die genug Geld haben, um mit den Aktien zu spekulieren. Und wenn sie Gewinne machen, dann sollen sie davon auch mal ein bisschen Steuern abdrücken. Es geht einfach darum, dass halt das, was in der realen Wirtschaft erarbeitet wird, dass es eben weniger versteuert wird, als das, was halt irgendwie durch Spekulation oder durch irgendwelche Aktiengeschäfte gemacht wird. Ich weiß schon, was darum, du meinst, aber ich habe mich vor kurzem mit einem Volkswirt unterhalten und ich von Wirtschaft habe ich wirklich keine Ahnung, ja. Also und er hat mir das halt deswegen wählst du FDP. Ich hab's nie aus kapitalistischer Sicht gemacht. Ich finde tatsächlich, bevor du FDP wählst, solltest du zumindest eine abgeschlossene Ausbildung irgendwo im BWL oder VWL-Bereich haben. Nein, ich habe leider nur zwei Naturwissenschaften fertig. Wie kann ich dann auch Ahnung davon haben? Nein, aber der Volkswirt hat mir das ganz anders erklärt mit der Sicht auf die Finanzmärkte. Na. Und also man denkt so viel zu wissen, weil man sich irgendwas, das hast du mal gehört oder irgendwo gelesen, aber das ist ja, nee, dann doch was ganz anderes, wenn dir das jemand erklärt, der das mal studiert hat. Ist ja schön, aber das ist aber nur seine Meinung. Wenn ich heute Abend Glück habe. Das ist nicht seine Meinung, das ist, wie das System halt wirklich funktioniert. Es kann auch nicht sein, dass ich heute Abend Glück habe beim Daytrading oder so. Und mir daraus ein Vermögen erwirtschaftet, das kann nicht richtig sein. Ja, probier's doch. Man sagt doch Pech in der Liebe, Glück im Spiel. Nein, aber das kann nicht richtig sein, selbst wenn du Glück hast, dass du darauf dann keine Steuern zahlst. Das ist ungerecht. Unsere wirtschaftliche Leistung wird zu einem Großteil von diesem Markt beeinflusst und auf diesem Markt herrscht quasi, das ist Wildwest. Das kann nicht sein. Wie erwirtschaftet ein Bruttosozialprodukt und das wird irgendwo an der Börse verzockt? Was zum Fick, Alter? Ja, da kenne ich mich zu wenig aus. Ich besitze auch keine Aktien, trotz dass ich alter Kapitalist bin. Nur wenige. Also bei Akasuna kackt das Internet mal wieder ab. Oh, ja. Ich das war... den gleichen geilen Anbieter wie ich. Ich freue mich, dass wir das heute am Beenden können, ohne dass irgendjemand wütend geworden ist oder wir uns gestritten haben. Das freut mich sehr. Oh, Marc, du Wichser, ey, du... Na, Spaß. Was denn? Alles gut. Ja. Ich hatte dich ja schon öfter erlebt, wenn du ein bisschen emotionaler wirst, aber ja, passiert. Da haut er wieder seine Fascho-Sachen raus. Ne? Nee, passiert. Vor allem, Ich finde dich diesbezüglich gerne gar nicht schlecht, weil du bist sehr ehrlich. Und wer ist das schon? Wir sind alle hier ehrlich. Das kann ich dir sagen. Das ist genau. Marc hat ein Ding rausgehauen, da hat sich Tar tierisch drüber aufgeregt und wollten stoppen. Ich fand es einfach nur grundehrlich. Also Marc weiß ganz genau, dass ich trotzdem relativ viel zulasse und ich schätze ihn für seine Ehrlichkeit sehr. Ich weiß, aber wie gesagt, habe ich auch schon verfolgt. Und aber ich habe halt meine Perspektive und da kommt mal ein bisschen was zusammen. Ich möchte jetzt nicht von Narrenfreiheit reden, aber ich glaube doch, dass da ein gewisses Vertrauen vorherrscht. Ich glaube schon, dass Tar weiß, dass ich nichts mit Mutwillen machen würde. Nein, aber du hast Dinge raus, was ihm nachhaltig schaden würde. So. Wo, ich glaube, so weit vertraut er mir. Ich dachte, das ist mutig und das ist ehrlich. Das ist ehrlich, ja. Danke. Also muss ich auch mal hier Komplimente verteilen. Vielen Dank. Aber was bleibt mir als Linker natürlich auch übrig? Natürlich, wenn er manchmal Takes raushaut, ne, da muss ich natürlich was gegen sagen. Das ist halt so, ne? Da kriegt er halt auch mal die volle Breitseite zurück und damit kommt er auch gut klar. Und deshalb versteht ihr euch auch, weil du vom Grundprinzip schon Misanthrop bist. Nee, jein. Kann vielleicht eine Rolle spielen, aber ich bin, ja, wie gesagt, bürgerlich-liberaler und ich glaube eher, meine satanische Perspektive spielt auch ein bisschen eine Rolle, weil ich ja sage, nee, ist kein Scheiß, weil ich ja sage, grundsätzlich ist jede Position meine irgendwo erstmal legitim. So, wer will dir sagen, was du zu denken oder wie du die Welt begreifen sollst? Jeder hat seine Perspektive, begreift die Welt, wie er sie nun mal sieht. Und ich bin halt kein Richter, der sagt, ja, das eine ist richtig. Aus meiner Perspektive kann ich das schon irgendwo definieren, aber ja, aber ist klar, nun mal so. Ich mein,
Ich habe dich natürlich so kennengelernt, aber hätte ich dich im echten Leben kennengelernt, wäre meine erste Frage sicher nicht gewesen, was wählst du? Ja. Das hat eben von uns beiden Toleranz gefragt. Also ich sehe mich halt eben als ein sehr kleines Rädchen in einer sehr großen Geschichte und als eine Generation von vielen. Und ich persönlich nehme mir gewisse Rechte nicht heraus. Aber du hast mal was gesagt in einem Stream, wenn ich dich da zitieren darf. Ja. Du hast gesagt, du bist Rassist. Das darf doch häufiger. Ich erkenne Rasse. Ja, heutzutage bist du ja Rassist, wenn du anerkennst, dass es so etwas wie Rassen gibt. Nee, pass auf, es ist ja absolut, du darfst Dinge auf dieser Welt hassen. Sogar Menschen, ja. Nein, ich hasse keine Menschen. Nein. Marc hasst keine Schwarzen oder sowas. Ich bin kein Rassist im Sinne du der. Du bist der Rassist, dass du gleich Schwarze denkst. Morgen, Lady Lola, Lola, lass ihn doch mal ausreden jetzt. Ich bin kein Rassist in dem Sinne, so wie früher das Wort Rassismus. Das heißt also, dass ich Leute abwerte, nur weil sie eine andere Farbe haben. Ich sage nur, und das ist ja heutzutage schon rassistisch, natürlich sehe ich Unterschiede zwischen. Für manche. Für manche ist es ja schon rassistisch und ich sage, ich sehe Unterschiede, wenn Leute, keine Ahnung, ureingeborene Australiens oder Afrikas sind. Und Leuten, die halt irgendwie die letzten 100.000 Jahre irgendwie Nordeuropa überlebt haben. Ich sage, da sind Unterschiede. Und ich musste halt eben auch sehr schmunzeln. Meine Tochter kriegt meine politische Haltung definitiv nicht mit. Hundertprozentig nicht. Und die politische Haltung von meiner Ex, muss ich ja sagen, die ist ja auch nur komplett konträr dazu zu meiner. Und die ist eher sozialdemokratisch oder so, ne, glaube ich. Ja, die waren, also letztes Mal hat sie vor Wut AfD gewählt, aber nochmal, als ich sie kennengelernt habe, die letzten vier Male hat sie halt immer SPD gewählt. Und sie sieht da ja aus, sie will ja auch nicht sehen, die ist ja komplett farbenblind und so weiter und so fort. Und ich musste dann doch sehr schmunzeln, als meine Tochter neulich zu mir sagte, sag mal, warum reden die eigentlich so komisch? Ich so, was? Naja, wenn du jetzt Leute hast, die so ganz dunkel sind, die reden ganz anders. Und ich denke mir so, Was soll ich da sagen? Die sind halt. Da hätte ich gefragt, wieso schnupperst du an Schwarzen? Ja, die Frau, ja. Das Kind ist halt mit mir zusammen in Hamburg groß geworden. Also die letzten 15 Jahre haben wir nun mal in Hamburg gewohnt. Und da fährst du halt Bus. Und ihr ist halt irgendwann aufgefallen, wenn du an Leuten vorbeiläufst, die maximal pigmentiert sind, die riechen halt anders. So, und die Körperchemie ist eine andere. Die Knochenstruktur ist eine andere. Das Energielevel ist ein anderes. Diese Leute unterscheiden sich definitiv von uns. Und ich sage nicht, dass das besser oder schlechter ist. Ich finde es nur albern, primitiv und dumm, so zu tun, als wären wir alle gleich. Das sind wir nicht. Ja, aber das sind wir auch quasi auch innerhalb der Weißen auch nicht, ne? Also wir sind ja auch nicht da homogen. Da gibt es auch große Unterschiede. Aber Tat ist also ich möchte auch, Marc, ich möchte auch nicht mit einem Bio-Waren verglichen werden, nicht? Also, dass es Unterschiede zwischen Menschen gibt, ist klar, aber ich möchte auch als Deutscher nicht mit Bio-Waren verglichen werden. Ja, das ist zum Beispiel ein absolut dämlicher Thema. Bayern ist so wunderbar. Es ist finanziert ganz Deutschland neben uns. Die Genetik ist eine andere, die Kultur ist eine andere, natürlich sind auch die Essgewohnheiten eine andere. Ich möchte da an der Stelle ganz gerne den Menschen, der mir gerade dazwischen geredet hat, möchte ich ganz gerne zitieren. Ich kann mit Leuten von diesem Halbkontinent kann ich nicht verkehren, weil die so stinken. Und er hat sich auf Inder bezogen. Ja. So. Ja, aber das hat mit der Ernährung zu tun. Wenn du die ganze Zeit es ist die Ernährung, dann würdest du auch so stinken. Weiß nicht, es ist die Ernährung, es ist die Kultur und natürlich auch per se. Wir brauchen noch nicht so zu tun, als wären Dackel und Dalmatiner das Gleiche. Und ich finde diese Vermischung. Doch, sind beides Hunde. Ich finde die Vermischung von Spezies und Rasse. Es gibt nur eine Rasse und das ist Mensch. Ach so, es gibt nur eine Rasse und das ist Hund oder was? Nee, nein, das es gibt Dalmatiner und es gibt Dackel und es gibt. Nein, stopp, du bringst Rasse und Art durcheinander. Weil das hat mit Rasse so nichts zu tun. Das hat ein Problem mit dem Deutschen. Ich sagte, du musst differenzieren zwischen Rasse und Spezies. Die Spezies ist Mensch. Die Spezies ist Hund. Die Rasse ist Dalmatiner, Dackel, Schäferhund, Bernardiner. Die Rasse ist Kaukasier, Afrikaner, Aborigine,
Asiaten. Ja. Das wären aber ziemlich wenige es Rassen. Gibt menschliche Rassen. Und so zu tun, als wäre das nicht der Fall, finde ich saudämlich. Ich sag doch nicht, dass einer von denen besser ist als der andere. Aufgeschrien hat und dass er nicht mehr Kaukasier genannt werden will wegen Putin. Ich bin Kaukasier. Und ich fühle mich sehr verbunden. Allein, wie, weißt du, ja, du, es wird aber selbst in der Populärwissenschaft wird das ja auch, zumindest weißt du, da muss ich, warte, Marc, lass mir kurz sagen, selbst in der Populärwissenschaft wird das ja auch so zugeordnet, das muss man dazu sagen. Also es wird ja auch heutzutage wird das ja auch so gemacht, dass man halt zwischen Kaukasier und so weiter grob unterscheidet oder so. Hautfarbe in Englisch ist weiß immer Caucasian. Gerade auch die alten Adelsfamilien innerhalb Europas, und da gehören die Russen mit zu. Es hat auch einen Grund, warum die alle Bluter sind, weil die alle miteinander verwandt sind. So, es geht nicht um meine Bewertung. Die Zarenfamilie hat schon immer mit den deutschen Kaisern rumgehangen, die wiederum mit den Engländern. Das sind doch alles eins. Im Ersten Weltkrieg waren doch alle England, Russland, Deutschland und so weiter, waren doch alle miteinander. Das geht viel weiter zurück. Fürst Jaroslav. Ja, aber da, Fürst Jaroslav im Fürst Jaroslav aus dem 11. Jahrhundert, da war Russland jetzt noch keine große Macht oder so. Der hat seine Töchter. Das ist das bekannteste Beispiel. Bringe ich ja mit Absicht gerade dieses Beispiel, damit man so beides mitdenken kann. Hunderte Jahre gehen das ja zurück. Jetzt Kev, lass mich das doch kurz sagen, bitte. Ich wollte doch gerade nur sagen, selbst Fürst Jaroslav im 11. Jahrhundert hat schon seine Töchter verheiraten lassen mit dem König von Norwegen, Harald Hardrada. Er hat seine Tochter verheiraten lassen mit dem französischen König, mit dem polnischen König. Das war halt eine komplette Mische. Und zwar schon im 11. Jahrhundert, als im Hochmittelalter Europas. Ja, wo kommt das Volk der Rus her? Wo kommt das Volk der Rus her? Kiewerus. Eine Vermischung aus ansässigen Slawen und schwedischen Wikingern, wenn man so will. Fucking Wikingern, genau. Aber Zar, wer war ja? War das ein Zar von Russland, König von Russland? Was war der? Wer war das? Keine Ahnung, nie gehört. Ich rede gerade vom Hochmittelalter, nicht vom 17. oder 18. Jahrhundert. Ich wollte nur darauf hinaus. Wer war das? Natürlich sind Fürst die Europäer. Jaroslav. Natürlich sind die Europäer, also ich sag mal von den vermischten, Im russischen Bereich. Lass mich bitte einmal ganz kurz. Natürlich sind die Europäer von den vermischten, vermanschten, degenerierten Deutschen bis hin zu den Kanisterköppen irgendwo in Russland. Natürlich sind wir ein Volk. Aber es gibt halt einen Unterschied zwischen den Kaukasiern und den Afrikanern und der ist offensichtlich. Und wie gesagt, egal wie links du bist und egal wie fanatisch und progressiv und woke du bist oder so, wenn ich dir ein Bildchen halte von einem Japaner und einem Aborigine und ich geb dir 1 Million Euro, wenn du mir sagen kannst, was das ist, dann wirst du die Million nehmen. Ja, es geht letztendlich natürlich um die Bewertung. Natürlich gibt es Rassen. Nein, Aber ich habe zum Beispiel, ich kenne ja viele Schwarze. Ich habe sogar einen schwarzen Nachbarn, mit dem ich fast. Beim Rassismus kann ich nur zu. Frag doch mal den Schwarzen, ob es Rassen gibt. Beim Rassismus geht es halt um die Bewertung und Diskriminierung und all diesen Dingen. Letztendlich sind wir uns einig, wir sind alle Menschen und letztendlich kann sich auch jeder mit wem auch immer fortpflanzen, wie er Bock hat, und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Also wenn ich jetzt mal angenommen, ich werde nicht mit meinem Bräuchen zusammen und hätte morgen Bock auf mich mit einer Kenianerin irgendwie fortzupflanzen, dann mache ich das und das ist auch vollkommen in Ordnung. So, ja, deswegen hast du nicht Chinesin gesagt, sonst hätte ich dich geschlagen. Vielleicht abschließend noch. Chinesin für dich extra, ja, genau. Oder eine Argentinierin oder mit einer Kongolesin oder so. Aber ich möchte einfach eine schöne Frau für mein Leben haben. Fertig. Und hast du ja, eine Weiße. Genau. Vielleicht noch eben abschließend. Ich hätte auch eine Afrikanerin werden können. Vielleicht noch eben abschließend. Abschließend bitte einmal. Wenn ich sage, nach der Definition, die mir heute so entgegengebellt wird von den Medien und von vielen Aktivisten, wenn ich da sage, ich bin Rassist, dann meine ich ganz bestimmt nicht irgendein Hitler-Getue, irgendein Gedanke an eine Herrenrasse. Und mir ist durchaus bewusst, dass irgendwo in Afrika wahrscheinlich 100 Millionen Leute rumlaufen, die verdammt nochmal cleverer sind als ich. So, weißt du, und so zu tun, als wäre man was Besseres, nur weil man eine andere Hautfarbe hat, das ist dumm. Das ist nicht recht, das ist nicht konservativ. Ja, aber Rassismus beginnt doch erst. Rassismus. Nee, Rassismus beginnt doch erst, sobald man eine andere
Personengruppe abwertet. So habe ich das Solange man sie nicht abwertet, ist es kein Rassismus. So habe ich das auch gelernt, Beispiel aber das ist heute nicht mehr so. N-Wort. Das Ach heißt, mal, Neger. Komm, jetzt wein was so wieder. Nimm dir einen Duden aus den 80er, 90ern, da steht Neger nicht mit einem rassistischen Vermerk drin. Lola, ich bitte dich, auch ist egal, wie wir jetzt alle dazu stehen, aber dann, sprich jetzt es mal nicht aus. Hier mitspielen, die aber wieso, die hier sagen, was wir soll N-Wort sagen? Wir sind jetzt gerade auf Twitch. Du hast vorher erzählt, deine Großmutter ist ja oder. Wir sind jetzt gerade auf Twitch. Lola, ja, wir sind gerade auf Twitch live. Es ist kein verbotenes Wort. Nein, auf Twitch doch. Wir sind hier auf einer privaten Plattform. Diese Plattform hat eine gewisse Agenda und auf der darfst du das N-Wort einfach nicht sagen. Es geht mir nicht um Agenda. Mitnehmen, egal, was wir politisch davon halten. Da darf man, okay, steht es in den Twitch-Regeln drin. Ja, du darfst okay. Das N-Wort nicht sagen, sonst wirst du gebannt. Okay, Twitch, ich entschuldige mich, das wusste ich nicht, da kann nichts dafür. Wir haben es auch nur als Beispiel genannt. Niemand von hier ist der Meinung, dass es das N-Wort kannst etwas, soll. Du kannst das N-Wort zitieren, gewisserweise, aber ja, ich sehe es auch nicht so eng. Solange es nicht diskriminierend gemeint ist, finde ich es persönlich okay. Aber ich würde trotzdem die Leute dazu raten, bitte es nicht zu sagen. Wie gesagt, dann entschuldige ich mich. Da wollte ich noch einmal kurz was nachfragen. Marc, war das vorhin so schlimm mit dem K-Wort bei Alex, dass er sich ja. Warum? Ja, er hatte einen Stream, den er theoretisch gesehen mit Werbung finanzieren könnte, der vorzeigbar gewesen wäre, den er hätte hochladen können. Und du haust dieses eine Wort heraus und das bedeutet also entweder, er darf sich jetzt hinsetzen, den kompletten Stream zerschnippeln, dieses eine Wort rausschneiden und überpiepsen, oder aber er kann es mal wieder nicht hochladen, weil du Vollidiot dieses eine beschissene Wort da reinsetzen musstest. Ich habe dich nicht richtig verstanden und ich dachte, du hättest das gesagt und darum habe ich danach gefragt. Ich war nicht dabei, aber ich muss an der Stelle trotzdem mal sagen. Gesagt. Das Anacke-Wort mit K. Ah, okay. Also, hast du Probleme wegen dem N-Wort bekommen? Wie gesagt, die sollen es Nein, ich verdiene ja damit gar nichts. Die wollen das halt so und wie gesagt, das ist eine private Plattform, wir müssen uns dran halten. Nee, so, ich verdiene damit als. Ganz doll lieb. Gute Nacht. Gute Nacht, schlaf ich ruhig. Wie gesagt, es war nur der Verweis auf den Duden der 80er und 90er. So. Reden wir über die Kamele in Europa. Ist das nicht auch verboten, Kamelrassen zu reden? Moment. Ich liebe aber mehr die Neuweltkamele, die Altweltkamele. Die ja, da brauchen wir jetzt dein Fachwissen. Sind Kamele alle? Alles sind Kamele, ja? Auch Einhöckrige. Nee, das sind Dromedare, das gehört zu den Kamelen, natürlich. Aber ich mag die Neuweltkamele lieber. Also die Alpakas und die Lamas, die finde ich süß, sowas. Kev, ich wollte kurz noch sagen, dass immer. Ich übergebe mich hier gleich schon fast. Ich habe deinen Geschmack, den du jetzt im Mund hast, den fühle ich. Oh, das war so halb erbrochen, das schon fast. Ja, den Geschmack, den fühle ich gerade. Oh, den Geräusche, ich habe den Geschmack im Mund vom Geiste her. Nee, aber ich muss sagen, nee, aber da hat Marc gerade ein bisschen Punkt gehabt. Und da kann ich verstehen, wenn auch da Alex Dark System da mal einen roten Kopf kriegt. Du lässt öfters mal sein. Das war ja nicht böse gemeint. Das ist klar. Nicht dabei. Marc hat irgendwas genuschelt. Ich habe das Wort Ananas verstanden. Ich habe nachher. Hast du das Wort gesagt? Warte mal, Kev. Alex dreht für dich durch. Kev, ich zitiere mal. Ich zitiere mal dich bei dem ersten Reaction Stream bei Sumo damals, ne? Da haben wir. Aber du kennst ja mein Archivhirn, ne? bei dem ersten Reaction-Stream uns bei Sumo, da haben wir doch das ist nicht 7 Jahre, das ist der Reaction-Stream, das war 2020. Und da haben wir doch die Fahrradcops angeguckt und da kam ja auch Schwarze drin vor. Und Kevin, ja. Ne, hier so, Alex rafft sich, Marc rafft sich, ich raff mich, Sumo rafft sich, wer auch immer. Was haut Kevin raus, ne, nachdem der Schwarze von den Polizisten das Fahrrad weggenommen bekommt? Ja, wenn Schwarze halt auf die Straße gehen, brauchen sie sich nicht zu wundern, ne? Haut Kev so auf die Art und Weise. So, das ist halt Kev, ne? So Kev ist natürlich kein Rassist oder so, aber er haut halt in dem Moment so einen Satz raus. Ich hau das ein bisschen trocken raus, so wie beim Skribbeln. Ich bin da ein bisschen flach bei solchen Sachen. Ne, Kev, du fühlst dich mal wieder wahrscheinlich kontrolliert und du darfst nicht frei agieren, wie du willst. Aber wenn du so frei agieren willst, wie du es anscheinend möchtest. Sollte ich
ganz ehrlich, da muss ich das sagen, was man zum Drachenlord oder zum Mion sagen sollte, dann geh bitte nicht ins Internet, okay? Ja, aber über Kevin wurde auch herzlich gelacht, so der bezeichnet sich selbst als links. Ja, nur weil er was hasst, kann er trotzdem links sein. Nee, es geht halt nur darum, dass Kevin manchmal ein bisschen aufpassen muss, dass halt nicht Sachen sagt. Ja, ich sag, also wenn mir was in den Kopf schießt, das ist wie beim Scribblio, Lola, wenn mir was in den Kopf scheißt, dann spreche ich es direkt aus. Dass wenn dir was in den Kopf scheißt, dann schießt. Darum geht's halt, dass man halt so eine kleine innere Stopptaste, dass man eine kleine innere Stopptaste halt hat. Ne? Nein, aber das mag ich an Kevin, außer beim Scribblio. Ja, aber im Internet ist es halt dann schwierig, wie hier mit den Kanak-Kaka. Heißt das nicht Mensch auf irgendeiner Sprache? Ja, also die, es gibt auf einer Inselgruppe ein eingeborenes Volk, das sind die Kanaken. Das ist kein Schimpfwort, das ist der Name eines eingeborenen Volkes. Darum verstehe ich nicht, dass es immer so böse gewertet wird. Ja, und mein Nachbar, der Amadou aus Gambia, ich habe den mal gefragt, ob er was er. Kann ich mit Schimpansen sprechen? Ha? Was? Kev, halt die Schnauze! Ich hab's nicht verstanden. Nee, ist auch egal. Bitte, Lola, erzähl bitte weiter. Ja, Kev, ich schmeiß dich gleich wieder raus, du. Also, der musste sein. Ich habe ihn natürlich gefragt, ob er was gegen das N-Wort hat. Und dann sagte er, nee, wie soll man uns denn nennen? Ja, man darf ja nicht mehr sagen, dass ihr schwarz seid. Dann gucken die ganz blöd immer, denken wir, die Leute, wir haben keine Spiegel zu Hause. Und dann habe ich gefragt, was ist denn an Blackfacing schlimm? Also was ist denn Blackfacing? Ist ja, wenn ich mich zum Beispiel als weißer schwarz anmale, guckt er wirklich wie ein Auto und sagt, wobei das schlimm das sein? Das finde ich zum Teil auch ein bisschen übertrieben. Wobei ich auch sagen muss, mich persönlich stört auch der Begriff schwarz teilweise, weil die meisten, die wir als schwarz bezeichnen, sind einfach braungesichtig. Ja, sind wir oder, weiß? Nein, aber ganz schlimm finde ich das immer. Also es gibt tatsächlich Schwarzafrikaner, die schwarz sind. Ne? Ich erinnere mich mal an diesen Fußballspieler Victor Agali, der war richtig. Ja, ich weiß noch, Victor Agali, dieser Fußballspieler, der war wirklich ziemlich schwarz im Gesicht. Also er war fast aber was ich ganz schlimm finde, ist, wenn man hier die Heiligen Drei Könige nimmt, die dann von Tür zu Tür gehen und dann nehmen die irgendeinen weißen Jungen und malen den schwarz an. Es gibt ich war immer das Schwarze. Farbige. Es gibt genug Farbe. Warum nehmen die nicht die farbigen schwarzen Kinder, Mädels oder ja, Jungen? Aber das ist doch nicht schlimm. Dass das, wie gesagt, auch wenn du Amadou fragst, was an Blackfacing schlimm sein soll, ob er sich da irgendwie diskriminiert fühlt, der guckt erst mal wie ein Auto. Ja? Und sagt, wieso soll das schlimm sein? Was ist daran schlimm? Ja, immer wenn jemand sagt, du guckst wie ein Auto, habe ich sofort diesen Audi-Slogan im Kopf. So. So. Kennt ihr von Audi immer dieses Geräusch? Nee. Von Audi den Slogan. Also es ist ja kein richtiger Slogan, aber immer diesen Sound im Kopf. Wenn jemand sagt, du guckst wie ein Auto, habe ich sofort dieses. Ich kenne nur das, wo der Indianer Spuren liest mit seinem Enkel. Und dann liest er die Spur. Audi. Ich weiß auch nicht, wie der aktuelle Audi Sound weiß ich auch nicht. Aber weißt du, warum Audi heißt? Das wusste ich. Wahrscheinlich wieder irgendwas mit Automobil. Nee, das ist was anderes. Der Erfinder von Audi heißt Horch. Und Horch heißt Audio, ich höre. Nein, Horch heißt Audi, tatsächlich. Also. Nein, Audi. Horch heißt Audi. Horch. Audi. Ihr beiden, ich hab's begriffen. Darf ich einmal deklinieren? Audio bedeutet ich höre. Ja, ich sagte Horch. Heißt Audi. Horchen. Das ist hören. Dann das Imperativ. Nein, der Imperativ, ja. Wenn ich zum Tar sag horch, das heißt Audi. Imperativ von Ordere. Ja, ihr habt beide gerade schön zusammengebracht. Ihr habt beide. NT. Ja. Also horchen. Imperativ von hören. Ja. Horchen, hören. Horch heißt Audi. Also wenn der Imperativ. Ja, horch ist ja das Imperativ von hören. Ja, genau. Und das heißt Audi. Und das ist dann horch. Das ist dann Audi, genau.
der Erfinder von Audi ist der Herr Horch. Das gab damals aber Probleme irgendwie mit dem Namen und dann hat das einfach Audi genannt. Ich musste das einmal in meinem Kopf Latein durchdeklinieren. Ich hatte ewig kein Latein mehr. Heißt es deklinieren oder konjugieren? Ich glaube konjugieren. Durchdeklinieren. Deklinieren bei im Latein. Da dekliniert man alle Verben. Ja, deklinieren ist was anderes als konjugieren. Verben konjugiert man nämlich normal. Also die wäre, ich habe durchdekliniert. Ich kenne es so, OST, muss das Ente, die Enten, das ist alles die Durchdeklination. Also ich bin, du bist, ist konjugieren. Du hast Brüste, du weißt nix. Ja doch, ja, glaube mal. Muss ich ja mal gucken. Also wenn, da kann ich doch jetzt, wenn ich jetzt so bekloppt bin, aber wir haben es so früh, dann... Verben konjugieren. Ja, wow. Konjugieren, hast recht, meine Fresse. Die Brüste hatten recht. Nicht deklinieren, konjugieren. Ja, ja, muss. OST, muss dis ente. Oh Gott. Aber was ist ein Deklinieren? Ich kann. Das ist auch irgendwas Grammatikalisches, aber was. Ja, das hat dann mit den Fällen zu tun, glaube ich. Ne? Eram, eras, erates, eramos, erates, erant. Ein Substantiv, Adjektiv, Pronomen oder Zahlwort flektieren. logisch. Die Flexion der nominalen Wortarten. Ich hab keine Ahnung. Nee, aber das ist dann wie Erame, Raserat, Eramos, Erate, Serant und so weiter. Das heißt auf Deutsch die Flexion an, also den Fall. Also anpassen. Nominativ, Genitiv, Dativ, ja. Akkusativ anpassen. Im Latein hat man natürlich noch den Ablativ dazu, noch den fünften Fall. Nicht? Ja. Und im Schwabenland ist ja der Genitiv immer dem Dativ sein Tod. Immer. Es gibt, glaube ich, keinen Schwaben, der das richtig macht. Der wo was? Der wo ist auch so was typisch Schwäbisches. Ja, du, ich werde mich darüber nicht äußern, denn ich gehe ins Aldi, von daher, ich bin da raus bei solchen Sachen. Ja, ins Aldi. Ich sage zum Beispiel kein Schwabe, ne? Es wurde uns mal nachgesagt, dass wir das erfunden hätten. Blödsinn. Das hat die Gelsenkirchen erfunden. Jetzt hör mal auf, ihr müsst alle so den Nagel reißen. Das Wort war nämlich in der Alten. Aber wir haben natürlich verschiedene Artikel. Was ist denn der Artikel von Butter im Schwäbischen? Die Butter. Der Butter. Der Butter, das Teller. Nee, der Butterbrot, aber die Butter. Nein, der Butter, das Teller. Der Butter, das Teller. Hast du auch Harald Schmidt gesehen, wa? Nee, ich kannte auch genug Leute, ne, die auch gesagt haben, hier wird das Teller. Schon wieder mal in die Kamera rausgezogen. Gib's mal das Teller und dann gib's mir der Butter noch. Aber sagt er nicht immer Dash? Gib mir mal Dash-Teller. Dash. Warum sollte man dann SCH dranhängen? In dem Moment macht es doch gar keinen Sinn. Weil ihr immer alle nuschelt. Wir machen das. Stopp mal, wir machen das bei Worten wie zum Beispiel hast du. Wir sagen, machen wir halt hast du. Aber oder dann hasch. Genau, ja. Hasch halt mal. Oder hasch. Porscht es mir gerade. Ne? Nee, aber du machst halt aus einem ST machst du ein SCH. Aber du machst nicht sinnlos ein SCH. Nein, mir sagt vielleicht statt das Mädle. Das Mädle oder. Wobei das mit Doppel-S sagen wir auch wieder das. Oder wo. Ja, oder wo. Hast du gewusst? Nee, aber hast du gewusst, das? Wo der Arsch gerade... Der wo. Der Arsch, der wo gerade eben... Der wo nicht eben, die Sonne scheint. Nee, aber du machst ein SCH in dem Moment. Ich meine, du hast es ja bei so rein fränkischen Dialekten hast es ja noch viel extremer mit dem SCH, ne? Beim Schwäbischen ist es ja schon fast ein bisschen abgeschwächter. Aber beim Badischen oder beim Schwäbischen, wenn du halt sagst, ne? Wenn du sagst, ne? Dann machst du halt, ja, wenn du halt sagst, ne? Aber sagst ist ja schon hochdeutsch-schwäbisch. Seisch heißt das ja eigentlich. Genau, das ist schon abgewandelt. Genau, wenn das Seisch halt. Ihr habt doch alle einen Schlag. Nee, aber das kannst du halt erklären. Du kannst halt die Abwandlung erklären. Ne? Du hast halt
ST-Wort oder GT oder sowas, ne? Und daraus wird dann ein SCH. Badener, ein Mörder bei kann Baden, auch immer erklären, bei Badener warum man eine Person ähnlich. Umgebracht hat. Ja, bei Badenern ja, ist es ähnlich. Und das Schlimme ist halt für uns, das muss ich echt mal sagen, für uns Schwaben, da ziehe ich mich jetzt auch mal mit rein, nervt halt immer, wie Marc das manchmal macht, so, ja, Bayern ist das Gleiche. Nee, Bayern hat einen komplett anderen Ansatz. Weil Bayern diese SCH-Sachen gar nicht mehr macht. Bayern hat ganz gering noch diese SCH-Sachen mit drin. Ich würde Bayern mit Schwaben niemals vergleichen. Alleine sprachlich, kulinarisch und weil Bayern von ist der Mentalität. Bayern ist bajuwarisch und Schwäbisch ist letztendlich aufbauen auf alemannisch. Ja, wobei die Region Schwaben in Bayern ist. Ja, ja, klar, aber es ist trotzdem eine alemannische Region, genauso wie Allgäu. Allgäu ist auch eine alemannische Region. Ja, ja, die rollen das R so ein bisschen. Machen auch die Oberschwaben. Machen doch die Oberschwaben im Sigmaringen oder so oder ja, sonst ja, auf der Alp. Die sagen ja auch so. Ja, ich bin von Semmeringen. Oder von ja, komm, Oberschwaben oder was ihr da alles macht, ist doch wurscht. Ihr redet nee, doch alle gleich. Nee, Kev, ich sag dir das, Raum Stuttgart, Tübingen oder das sind so, sag ich mal, die Neckaralb und so weiter. Das sind echte Schwabe. Und wenn für einen Ausländer ist es, also ein Ausländer, das heißt nicht Baden-Württemberger. Ja, da bin ich auch ein Ausländer, ich bin kein Baden-Württemberger. Ist es ja nicht klar zu machen, dass Badensisch sich ja ganz anders anhört als Schwäbisch. Ja, ganz anders kommt drauf an, jetzt wo du bist. Also Badisch hört sich ja eher an wie Hessisch ist ähnlicher als nee, den Badischen. Als ja, Welt, ja und nein, nee, ja und nein, nee. Nee, Badisch, also wenn du nach Karlsruhe oder nach Offenburg oder so gehst, da bist du da bist du eher eine Übergangsregion zum Pfälzischen, würde ich sogar sagen. Ja, Pfälzisch-Hessisch, so. Südhessisch. Ja, aber ist Badische zum Beispiel südlich von Freiburg, Weil am Rhein und so weiter. Das ist eher Richtung Schweizerdeutsch. Genau, das ist schon mal ein ganz anderes Badisch. Und deswegen würde ich sagen, ist trotzdem guck mal, ich glaube, stell mal vor, du gehst jetzt nach Schwenningen und fährst schon rüber nach Villingen. Das eine ist Württemberg, das andere Baden. Genau, du wirst nicht so, du wirst einen Bruch haben, du wirst einen kleinen Bruch haben, aber nicht so ein Bruch. Deswegen, ich habe ja schon heute schon gesagt, mit den Superlativen immer, das ist ganz anders. Nee, es ist anders. Aber nicht ganz anders. Du nimm deine Zähne auseinander und sprich auf Deutsch. Bei den Badern hast du genauso hasch, musch mal und so. Ne, das hast halt bei den Badern auch. Ja, aber die Betonung ist anders. Die Betonung ist anders. Vor allem, wenn du gerade in Offenburg bist und so, oder Karlsruhe, oder in Brette oder so, die sprechen ganz anders, die haben eine ganz andere Betonung. Ja, was machst du gut? Da ist Kevin gerade in den Discord reinkommen oder so. Was soll ich mit dem jetzt auch gerade anfangen? Ja, du babbelst, als ob du aus Brette kämpfst, gell? Ja, ich bin ja geborener Pfälzer. Ich glaube, das ist halt diese Übergangsregion, wenn du dann plötzlich nach Landau in die Pfalz gehst oder Kandel. Pirmasens heißt im Pfälzischen Bämmesens. Ja, oder zum Beispiel Mannheim-Heidelberg. Wissen wenige, dass Mollum das Baden-Württemberg ist. Genau. Oh, da gehst du über den Rhein, bist in Ludwigshafen. Ja, aber Mannheim ist noch in Baden-Württemberg. Ja. Die Rede allerdings ganz anders. Das ist Kurpfälzisch. Das ist Kurpfälzisch. Der mit den langen Haaren. Ja. Der Bülent-Schäland ist doch Mannheim. Ja, und zum Beispiel, ich bin in der Westpfalz geboren. Die Westpfalz zum Beispiel, zwei Brücken, Zwebrige, sagt man dort. Kaiserslautern ist Lautre, ne? Und zum Beispiel, wisst ihr, wie Talaischweiler-Fröschen heißt? Talaischweiler-Fröschen heißt Eschwiller. Talaischweiler-Fröschen, das ist Eschwiller. Oder Frösche, meine Güte. Jetzt pass auf, Martinshöhe, auf der Sickinger Höhe, ne? Das ist so eine Anhöhe westlich des Pfälzer Waldes. Martinshöhe heißt Metzhe. Aha. Martinshöhe. Ich liebe deutsche Dialekte, es ist super. Es ist toll.
Aber du bist einer der wenigen, der ist halt richtig auch, der ist richtig kau, gell, mit dem Schwäbischen. Also, das kann auch jeder, gell? Ja. Ja, jemand muss ja so behindert sein, da geboren zu sein. Ne? Sonst kann man das ja auch nicht richtig. Ich bin in Amerika geboren. Kev, ich wollte nicht die Bielefelder-Karte abspielen. Du bist ein geborener Gelsenkircher, ich weiß. Ja. Aber ich bin kurz davor zu verweisen, dass du in Nevada wohnst. Ja, und ich sag, ich bin. Hör auf, rumzuhacken. Und Kev, und jetzt wirst du sagen, dass ich Fan des ersten FC Kaiserslautern bin. Nix mit Köln, Mannheim, halt die Fresse, du sagst, ich bin Fan des ersten FC Kaiserslautern. Ich habe heute den ganzen Abend diesen Witz verkniffen. Du sagst es jetzt. Gerade musste ich mir das nochmal verkneifen. Zamorion ist Fan welches Clubs? Bitte sag es, sag es. Lola. Ja. Wenn Tamorin online ist, dann hat er immer FCK-Logo oben stehen. Ja, ich weiß. Rot, weiß. Und für mich, dann sage ich mir, das ist FC Köln. Und ich freue mich immer, dass der erste FC Köln-Fan ist. Ja, der wäre Geist dabei. Lautre, okay? Laudern. Ja, ja. Die sind mit dem Otto Rehhagel Meister geworden, sind aufgestiegen und Meister geworden. Ei. Aber er ist ja nicht Fan des ersten FC Kölns, sondern von der Loser-Mannschaft. Ja, also ich glaube, warte mal, wenn ich gerade in die zweite Liga-Tabelle gucke, steht, glaube ich, Lautern vor Schalke. Schalke ist, glaube ich, auf dem vorletzten Platz Köln. Wieder, ne? In der zweiten Liga vorletzter Platz. Ich hab Kaiserslautern könnte vielleicht aufsteigen. Ich meine ja nur. Aber so. Köln ist ja, also Köln erkennt ja an der Ziege schon. Nein, Kev geht's ja darum, er sieht erst der FCK, aber das ist halt im Fußballjargon, ist es halt verbreitet. Wenn du zum Beispiel von FCK-Fans sprichst, sagst du Kaiserslautern. FCK ja, ist Kaiserslautern. Und wenn du ich bring drei Beispiele. FCK, Kaiserslautern, wenn du sagst FC-Fans, sprichst du von Köln, ne, der FC, ne, ist halt im Fußballjargon der erste FC Köln. Und wenn du sagst, der Club, das ist erst auf der Nürnberg. Nein, das ist der Dackel-Club. Nee. Alles für den Dackel. Kev. Unser Leben für den Hund. Zum Fußball-Jargon, wenn du halt sagst, ich bin Fan vom Club, dann weiß jedes Wort, du bist Fan vom 1. FC Nürnberg. Ist der Club halt, Fußball-Jargon. Ich war ja am Anfang Fußball. Und wenn du sagst, ich bin hier... Ich hab keine Ahnung von Fußball. Nee, und wenn du halt sagst, ich bin Fan, keine Ahnung, von Schalke, sagst du Schalke halt, ne? Sag, ja, aber nur Fußballer kennen. Ich hoffe, dass Schalke wieder hochkommt. Wo spielt der VfB eigentlich gerade? VfB, diese Saison geht richtig ab. Die Saison? Ja, der VfB hat ja letzte Saison noch gegen Abstieg gespielt. Die sind gerade oben mit dabei. Die sind gerade Dritter oder so. Okay. Der VfB geht gerade richtig ab. Aber zum FC, ich meine, der Bayern heißt doch auch FC. Also, Bayern. Also Lola, damit du heute Nacht gut schlafen kannst, der VfB steht aktuell vor dem FCB. Also ob mich das irgendwie juckt. Ich meine ja nur, aber tatsächlich Stuttgart ist gerade vor Bayern München. Okay, ich war nie Anti-Bayern, das ist Kevin, der Bayou-Warenhasser. Ich liebe das Essen und die Landschaft, nur die Menschen nicht. Also, Tabelle gerade Leverkusen, Platz 1, Leverkusen geht gerade richtig ab. Dann VfB, zweiter Platz, bei München und dann kommt erst Borussia Dortmund. Leipzig auf Platz 5. Das interessiert mich brutal. Ich muss ja das trotzdem mal kurz, vorständigkeitshalber muss ich das raushauen. Genau, wer ist denn auf dem Relegationsplatz momentan? Bochum. VfL Bochum. Und auf Absteig? Erst FC Köln und Mainz 05 auf dem 18. Mainz 05 hat auch keinen Sieg eingefahren. 3 Unentschieden, 6 Niederlagen. Guck mal, hätte ich gar nicht gewusst, dass Mainz gerade in der ersten Liga spielt. Mainz ist seit wie 15 Jahren in der ersten Liga. Ja, Heidenheim, erste Erstligasaison, also in ihrer ganzen Vereinsgeschichte, auf Platz 11 immerhin. Sind die gerade in der ersten Liga, echt? Heidenheim, ja. Erst FC Heidenheim an der Brenz. Sind gerade in der ersten Liga. Reutlingen war ja auch mal in der ersten Liga. Ja. Nee, zweite Liga nur. Erster hat sie gereicht. SSV Ulm war mal in der ersten Liga.
Aber Reutlingen war doch auch mal in der ersten. Nur zweite. Nur zweite. Echt? Die haben so einen Hype um die zweite Liga gemacht. Ja, zweite Liga ist schon zwischen was wert. Also zweite Liga ist heutzutage. Ja, gut, besser als Kreisliga B, ja. Nein, aber heutzutage wird über die zweite Liga schon viel mehr geredet, vielleicht noch als vor 10, 20 Jahren. Also zweite Liga ist heute, da ich meine, Kaiserslautern, wenn Lautern auf dem Betze spielt, sind halt wie fast 50.000 Zuschauer im Stadion. Und das ist auch bei den anderen Clubs so, wenn HSV ist ja auch gerade zweite Liga, das Volksparkstadion wird voll. Wir gehen auf. Das war mal echt eine Werbe-Millionär-Frage, weil bis vor kurzem war der HSV die einzige Mannschaft, die nie abgestiegen war. Ja, noch bis vor 5 Jahren. Aber inzwischen sind sie auch schon 6. Jahr in der zweiten Liga. Ach so, die sind nie wieder aufgestiegen. Die bleiben wenigstens dann treu ihrer Liga. Ja, der HSV wird früher oder später wieder hochkommen, weil die haben ein relativ gutes finanzielles Fundament. Die müssen halt nur eine schlagkräftige Truppe aufstellen, aber der HSV wird hochkommen. Und auch Schalke, ja, auch Schalke wird hochkommen, weil Schalke hat so eine Präsenz. Schalke ist, glaube ich, einer der 5 größten Clubs Europas oder weltweit. Ja. Allein von dem, die sind sogar von den Mitgliederzahlen sind die sogar aktuell vor Borussia Dortmund. Ja, ja, das sind treue Fans. Das hat man also, in Stuttgarter Fans immer abgesprochen, dass sie treu seien. Die Stuttgart haben inzwischen echt stabile Fanszene, muss man sagen. 2007 war Stuttgart, glaube ich, Meister, gell? Zuletzt ja mit Armin Fee damals als Trainer, ja. Da habe ich nämlich da zwar nimmer, aber ich habe ja jahrelang in Cannstatt gewohnt. Ja, Stuttgart war jetzt schon 5-mal deutscher Meister, also die haben schon nur schon ein paar Titel geholt. Aber ich glaube seit 2007 nicht mehr, oder? Nee, aber jetzt, ich meine, diese Saison, ich glaube auch nicht, dass die Meister werden, aber die letzten Jahre war es ja ein bisschen so durchwachsen bei Stuttgart, aber jetzt, diese Saison hier Gyrassi, ist jetzt verletzt, aber hat schon 13 Tore gemacht, glaube ich. Ich könnte hier keinen einzigen Spieler von Stuttgart nennen. Der aktuelle, die haben sich ja einen Stürmer geholt, der bisher eher ein bisschen unbekannt war, aber der geht gerade richtig ab halt. Und Stuttgart hat Gyrassi, Franzose halt, ne? Aber Stuttgart, der VfB geht diese Saison bisher richtig ab. Der eine Niederlage bisher und nur Siege. War in den letzten Jahren jemand anders Meister außer Bayern? Nee. Ja. Seit 2012 war nur noch Bayern Meister. Schau, langweilig. 11 Mal hintereinander jetzt. Und Dortmund hätte es ja letzte Saison fast geschafft. Die hätten ja am letzten Spieltag hätten sie nur gewinnen müssen gegen Mainz. Dann wären die Deutscher Meister geworden, aber haben sie verkackt. Und wann hat Bayern zuletzt die Champions League gewonnen? Das war doch das Triple, das sie da das war schon 2020. Das sind nochmal Champions League Sieger geworden. War während der Corona-Phase, aber da haben sie nochmal einen Champions League Titel geholt. Naja, ich fragte ja, wann es das letzte Mal war. 2021, glaube ich, war das. Okay. Also Bayern München ist einer der Top 5 Clubs weltweit. Da wollten sie doch auch so eine Spitzenweltliga gründen, wo die Menschen dann auf die Barrikaden gehen. Naja, die wollten so eine, wie nannten sie es? So irgendwie die eher Herrenliga, so. Ja. Irgendein englischer Club wollte das. War es Chelsea? Irgendeiner war es. Jetzt fällt mir gerade auch der Begriff nicht mehr ein, aber sie wollte, ja, das haben halt verschiedene europäische Vereine versucht, halt Real Madrid und so weiter, ne? Die wollten halt eine Liga unter sich machen: Real Madrid, FC Barcelona, Liverpool und. Also die Liverpool-Fans haben extrem dagegen demonstriert, also gerade die englischen Clubs durch ihre Fanszene, die waren mega dagegen. Aber ich glaube, der Vorschlag kam von Chelsea. War das nicht der Club, der dem Abramovic gehört hat? Ja, gehört hat. Ja, inzwischen nicht mehr durch den Russland-Konflikt hat er das ja verkauft. Jetzt gehört es ja den Ami und Chelsea sagt du aktuell gerade echt in einer Problemphase. Okay, wie gesagt. Ihr merkt schon, ich kenne mich mit Fußball ein bisschen aus. Ja, aber Chelsea ist welche Stadt? London.
Ja, du weißt natürlich. Ja, die Hälfte der Premier League Clubs sind aus London. Tottenham Hotspur, London, Arsenal, London, Chelsea, London, dann haben wir Crystal Palace, London, Fulham, London, West Ham United, London. London muss man eigentlich sagen, ne? Das O am Ende wird eigentlich gar nicht so ausgesprochen. London, sagt man eigentlich. London, yes. London. aber der Deutsche sagt London, ne? Ja, ich bin ja aber amerikanischer Schwabe in London aufgewachsen. Ich finde es immer so nett, wenn jemand sagt, du sprichst aber gut Deutsch. Yes, danke, ist ja meine Muttersprache. Ja, aber die Hälfte der Premier League, also Premier League ist quasi die Bundesliga in England, nur damit du es verstehst. Yes, and I also know what English weeks are. Die Hälfte der Premier League Clubs ist aus London. Ja, ja, aber also die englische Wochen sind ja in Deutschland die, wenn er unter der Woche Bundesliga ist. Genau, das sind so die gibt's also auch, die gibt's auch noch im November. Ja, dass die Premier League auch immer unter der Woche spielt. Ich weiß nicht. So nicht. Die haben schon ein bisschen so die Orientierung wie in der Bundesliga oder in der Serie A in Italien. Aber die haben, glaube ich, die haben ja 20 Mannschaften, nicht 18. Dadurch ergibt sich halt, dass sie ein paar mehr Spiele unter der Woche immer haben über die Saison. Aber, okay. Sehr gut. Und Fußball, wie gesagt, mein Sohn ist ja absolut brennt ja für Fußball. Ja, lass mal quatschen mit deinem Sohn. Ja, der quatscht ja nicht mal mit mir, also was soll du mit dir quatschen? Ja, erzähl schon mal. Hier, ich kenne da so einen Tamorion, der kennt sich auch ein bisschen mit Fußball aus. Das denkt man von mir gar nicht so, aber ich kenne mich aus. Nee, du siehst jetzt nicht aus wie der typische Hooligan. So in der Cannstatt und Co. Ole, 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 ola, der FCK in den 90, Ende der 90er hatte ich einen Freund, der war VfB-Fan und bin immer mit ins Stadion und dann musste ich natürlich rebellieren. Dann war ich, der Sean Dundee, kennst du denn? Sean Dundee, typischer 90er-Jahre-Spieler. Gebürtiger Australier. Nein, Südafrikaner. Südafrikaner, ja, stimmt. War sogar, glaube ich, hat sogar 2-3 Nationalspiele für Deutschland gemacht. Schau, aber nicht viele. Nee, also ich war damals brennender KSC-Fan. KSC? Ja, der hat damals beim KSC gespielt. Stimmt, ja, unter Winfried Schäfer. Das weiß ich nicht mehr. War der Trainer, Winnie. Ja, ich kann mich an das Gesicht tatsächlich erinnern. Ja, so lange blonde Haare, so. Ja, ja. Liverpool ist ja die Mannschaft, wo der Klopp ist, ne? Ja, Jürgen Klopp, ja. Der wird ja da geliebt und vergöttert, ne? Der Kloppi. Ja, Jürgen Klopp hat halt Liverpool nach 20 Jahren zum englischen Meister gemacht, also und davor noch zum Champions League-Sieger, also. Ich glaube, es gibt Menschen, die tätowieren sich Jürgen Klopp auf dem Arm in Liverpool. Jürgen Klopp ist so eine Art Gott in Liverpool inzwischen. Ja, wie dein KSC-Reha. Erster KSC, Kaiserslautern halt. Kaiserslautern mit Rehagel, ja. Danach hat Rehagel Griechenland zum Europameister gemacht. Ja, wer auch so eine Legende in Lautern ist Karl-Heinz Feldkamp. Never heard. Ja, das war auch ein bisschen früher, aber Kalli Feldkamp, der hat ja auch der hat Lautern zum Meister gemacht, 91. Lautern wäre 1990 fast abgestiegen, also hatten echt Probleme. Und der Saison darauf sind sie dann Meister geworden. Das ist bei Lautern immer so kurz vorm Elend, ne? Und dann kurz darauf geht's da oben, ne? Ja, das beim Rehagel war ja, die sind aus der zweiten aufgestiegen und dann Meister geworden. Nee, die sind 96 abgestiegen, das war der erste Abstieg, war ja dieses, dieses letzte Spiel gegen Leverkusen, wo Markus Münz dieses 1-1 gemacht hat, dann ist Lautern abgestiegen, waren sie halt in der zweiten Liga, dann ist Rehagel in die Pfalz gewechselt, der war kurz davor dabei beim München-Trainer, ne? Und ja, da haben sie ihn so hässlich rausgedisst damals. Genau, und dann da hat Otto gesagt, ja, ich gehe zu Lautern, ne? Und dann ist Lautern direkt wieder aufgestiegen und dann halt Meister geworden. Ja, in dem Jahr, wo sie aufgestiegen ist, weiß ich noch. Das war damals so das Wunder von Kaiserslautern.
Ja. Das weiß ich nicht. Sowas passiert nur in der Pfalz. Nee, ich meine, Stuttgart da 2007 Meister wurde ja auch niemand auf dem Schirm gehabt. Das nicht, aber Stuttgart war schon solide mit Armin Fee. Aber jetzt musst du mal dreimal raten, wer in den letzten 10, 15 Jahren eine richtige schöne Fanfreundschaft aufgebaut hat. VfB Stuttgart und erst FC Kaiserslautern. Die sind inzwischen richtig dicke. Echt? Die Fanszene zwischen Lautern und Stuttgart ist richtig zusammengewachsen die letzten Jahre. Also VfB-Fans fahren inzwischen nach Lautern und auch Lautern-Fans nach Stuttgart. Die sind richtig dicke geworden. Also ich war schon 100 Jahre immer im Stadion. Ich habe auch da, wo ich wohne, das muss man jetzt nicht liegen, ne? Oder doxen. Aber es gibt hier, wo ich wohne, Lautern-Fans. Ja, ich kenne tatsächlich in NRW auch VfB-Fans. Was ich ganz komisch finde. Ja, da finde ich halt deutschlandweit am allermeisten natürlich bei München-Fans, aber so Dortmund-Schalke-Fans findest du auch überall. Aber, ja, das. Aber Lauter-Fans sind auch weit verbreitet. Ja, ich weiß, aber Schalke zum Beispiel, dass es Gelsenkirchen ist, weiß ich auch nur durch Schalke irgendwie so, ja, dass es ein Stadtteil von Gelsenkirchen ist. Wer kennt denn Gelsenkirchen? Aber das Krasse ist halt, wenn du es weltweit betrachtest, ist halt Schalke, FC Schalke 04 Gelsenkirchen. Ich muss mal genau gucken, wie der Verein komplett heißt. Warte mal. 1904 ist, glaube ich, auch einer der ersten gründungsmäßig sehr weit vorne. Ja, 04 ist gar nicht mal der älteste. VfL Bochum 1848 oder SSV Ulm 1846, ne? Okay, seit wann gibt's die Bundesliga? Irgendwann seit den 50ern erst. Nee, 1962. Erst 62 sogar, okay. Ja, davor gab es schon so eine Art nationale Liga, aber so eine Liste der mitgliedstärksten Sportvereine weltweit. Erster Platz, Club Atletico River Plate, ne, Buenos Aires. Dann kommt die Boca Juniors, nochmal Buenos Aires, ne, Argentinien. Platz 3, Bayern München. Weltweit. Krass. Weltweit. Bayern München, Platz 3. Dann kommt Benfica Lissabon. Platz 5 ist dann Sektion München, das hat nichts mit Fußball zu tun. Platz 6, FC Gelsenkirchen Schalke 04 e.V. Überleg mal. Ey. Weltweit. Wir reden von weltweit, ne? FC Gelsenkirchen Schalke 04 ist der sechstgrößte Sportverein der Welt. Dann kam siebter Platz BV Borussia 09 Dortmund, also Borussia Dortmund. FC Barcelona ist auf Platz 9. Und Kaiserslautern ist auch gar nicht so weit unten. Ich finde es immer lustig, wenn du dann so eingefleischte Fußballfans fragst, was heißt denn VfB? Rein für Bewegung. Nein, für Ballspiele. Nee, für Bewegung, soweit ich weiß. Für Ballspiele. Warte mal. Soweit ich weiß, heißt es Verein für Bewegung. Ja. Okay, beim VfB heißt es tatsächlich für Ballspiele. Also, aber ich kannte das mit Verein für Bewegung, weil es gibt ja VfB Lübeck und so weiter auch noch. Mhm. Wer denn mit dir da heißt, da Ballspiele? Weiß ich nicht, aber ich dachte, soweit ich weiß, war das nur Verein für Bewegung. Wir wetten um das Grillgut am Wochenende im Januar. Ja, bei RB Leipzig hast du. Da muss ich mal sagen, bei RB Leipzig regen sich ja alle auf, ne, weil es ja nicht offiziell Red Bull heißen darf. Das heißt ja Rasenballsport Leipzig. Ne? Echt? Das heißt Rasenballsport? RB steht für Rasenballsport. Das kannst du nachgoogeln, da habe ich recht. Ja, das glaube ich dir auch. Aber VfB war für mich immer Verein für Bewegung. Nee, das ist Verein für Ballspiele. Also du kannst nicht tanzen beim VfB. Es sei denn, du tanzt mit dem Ball. Aber BVB ja heißt
ohne zu googeln. Hm? BVB? BVB weiß ich gar nicht mehr. Ballsportverein Borussia oder so ähnlich. BVB noch eine Bedeutung und sagen, es heißt Borussen für Borsigplatz. Ach Quatsch, echt? Ja, der Borsigplatz ist tatsächlich ein zentraler Ort für Borussia Dortmund. BVB aber heißt was? Borussen für Borsigplatz? Nee, das Borsig. Hört sich an. Das heißt aber nicht BVB, das hört sich nach einer Bewegung an. Die Abkürzung BVB heißt ja auch irgendwas mit Ballsport. Verein Borussia oder so. Guck mal, ihr Name, Ballspielverein Borussia 09 e.V. Dortmund. Okay, Ballspielverein. Wo steht's auf Wiki mal? Ja, FC ist ja logisch, ne? Fußballclub. Eigentlich, ja. Erster FC. Erster Fußballclub. Was gibt's noch für Abkürzungen? SV, Sportverein. Ja, Mainz zum Beispiel, ne? SV Mainz 05, Sportverein Mainz 05. Hamburger Sportverein. VfL ist Verein für wie war es nochmal? Leistungs? VfL. Weil selbst Borussia Mönchengladbach heißt ja auch VfL. Verein für Larifari. Leibesübungen. Leibesübungen, heilige Scheiße. Ja, tatsächlich. Also, das wisst ja viele nicht, aber Borussia Mönchengladbach hat auch einen VfL drin. Nur das wird halt fast nie benannt, aber eigentlich heißt es VfL Borussia Mönchengladbach. Und dann gibt es VfL Wolfsburg oder, ne? Bochum ist auch VfL, ja. Oder? VfL Bochum. Ja. Was gibt's denn da noch für komische Abkürzungen? SSV. Sport und Spiel oder so, oder? Und das kennt man aber auch SPVGG, Spielvereinigung. Spielvereinigung, okay. Spielvereinigung. Wer heißt so denn? SPVGG, Mössingen hier in der Gegend hat das. Okay. Aber Unterhaching hat das auch. Spielvereinigung Unterhaching. Wer ist bei München? Das kenne ich schon. SPVGG. Kräuter Fürth hat das auch. Kräuter Fürth bei Nürnberg. Kräuter Fürth ist ja so ein ewiger Zweitligist. Das sind jetzt, glaube ich, die letzten 15 Jahre zweimal in die erste Liga aufgestiegen sogar. Fürth. Aber ist ja so ein ewiger Zweitligist. Die steigen aber auch nie ab. Die gehen nie in die dritte oder vierte Liga. Fürth spielt irgendwie so ein Dauer-Zweitligist. Was ist Kräuter? Das schreibt man mit G, R, E, U, T, H, glaube ich. Was heißt das? Das habe ich mich auch nie befasst, aber was Kräuter steht. Aber die haben ja irgendwie so ein Blatt im Logo. Die haben ja so ein Kleeblatt im Logo. Ich war oft in Fürth, aber es hat nichts mit Kräutern zu tun. Alter, jeder. Ey, bei diesem Scheiß-Headset, ey, ich muss mal ein anderes Kabel mal raussuchen, ey. Aber es ist witzig, guck, dass, für Leibesübungen, wie schön. Naja, gut, ich glaube, ich mache jetzt langsam mal aus, ich werde ein bisschen müde, ich muss irgendwas essen. Ich muss was essen. Ja, das Essen ist, glaube ich, da jetzt der Hauptgrund. Ja. Ja, das war ein 13-stündiger Stream. Ja. Du top. Irgendwie willst du es immer toppen, oder? Mal gucken. Wobei letztes Mal hast du was Schönes gesagt. Ach, du machst dir gar keine Gedanken mehr, wie lange die Streams gehen. Du machst, solange du Bock hast. Nee, ich hab das komplett irgendwie abseits gelegt. So, ich mach's halt einfach, wie es läuft. Und wenn ich müde werde um 2 Uhr oder um 23 Uhr oder um 7 Uhr, scheißegal, ich mach einfach. Das ist einfach vorbei. Nee, für mich ist eher wichtig, dass ich, wenn ich meine Reaction-Parts gerade zum Anfang des Streams mache, dass ich versuche, das ein bisschen
für sich abzuspeichern, dass ich die halt hochlade oder exportiere auf YouTube und dass ich das auf die Kette krieg. Und ansonsten, ja, da labert man und macht Schutten durch. Mein Gott. Ja, eben, Hauptsache nicht unter Druck setzen, das ist richtig so. Genau, aber, genau. Das ist, das ist wunderbar, ich muss nämlich E-Zigaretten holen. Ich habe keine mehr, das ist ja Todsünde hier. Also Lola, bleib gesund. Du auch, denk an unser Wochenende im Januar. Ja. Aber Mutter und Aski müssen wir auch noch mitbringen, ne? Ja, ja, klar, aber wie gesagt, dann nehmen wir deinen Geburtstag. Na, schauen wir mal, wie es sich ergibt, ne? Ja, ich mache keine Versprechungen, aber einfach. Aber das heißt nicht, dass ich gleich sage, nö, ich habe gar keinen Bock, ne, sondern. Nee, es schiebt dann ja auch nur um 4 Monate. Nee, lass es mich mal. Ich muss mein Leben ein bisschen auf die Kette kriegen und dann bin ich da grundsätzlich nicht gegen. Nicht, dass du es falsch verstehst, ne? Um Gottes Willen, ich weiß. Nee, dass du denkst so, ich labe jetzt irgendwas so, hier, ich habe eh keinen Bock, ich werde es eh nie machen, sondern ich habe die Optionen schon im Kopf, ne? Ja, ja, und wir gehen ja auch dann mal ins Kona, ne? Ja, kann man mal das machen. Warst du da eigentlich noch nie oder warst du da schon tatsächlich mal? Tatsächlich war ich nie im Cola. Das ist ja Todsünde. Ja, nee, frag mich nicht warum. Ich habe damals Bandcoding gehabt zu meiner Streetpunk-Bandzeit und so. Aber alle vom Cola geschwafelt und es hat sich mir nie ergeben. In der Zelle war ich ein paar Mal. Oh, um Gottes Willen, im Drogenladen. In der Zelle, ich war um Hades, war ich auch das ein andere Mal. Ah ja, aber da gehen heute eigentlich nur noch sehr strange Menschen hin. So. Ja. Es ist ja, aber so das hat mich auch nicht mega angesprochen. Aber Gewölbekeller finde ich grundsätzlich ganz cool. Ja, das Hades ist auch von der Musik her eigentlich, wie der Name schon sagt, eigentlich nicht schlecht. Aber strange Leute. Ja. Ich war letztes Wochenende, als es Cola zugemacht hat, die machen nämlich eben gerade immer so früh zu, wenn es los ist, war ich noch auf einer Latino-Salsa-Party. Alter, habe ich mich fehl am Platz gefühlt. Und dann fordert dich jeder auf zum Tanzen. Ich kann doch kein Salsa tanzen, hallo? Ich kann überhaupt nicht tanzen, ich kann nur Moshpit, glaube ich. Was kannst du? Moshpit, ich kann was nur... Was ist das denn? Metal halt. Abgehen irgendwie. Aber muss ich jetzt Mosch genauer erklären. Das mach mal anders mal. Ich brauch Zigarette. Ja, also, wie gesagt, aber irgendwann, ich muss mal wieder ein bisschen auf die Gas gehen irgendwann. Ja, ja, es tut ganz gut, wenn man nicht gerade kleine Kommunisten kennenlernt. Ja. Also, Lola, ja, bleib gesund, ne? Cool, war nett mal mit dir. Ja. Schön, dass du kannst ihn noch verabschieden. Ich gehe jetzt schon mal raus, weil sonst werde ich aggro, wenn ich nichts zum Rauch habe. Wunderbar. Kann ich meine Verabschiedung hier mal gemütlich ganz machen? Ganz in Ruhe. Quatscht dir keiner dazwischen. Ja. Also, Tari, bis die Tage. Ja, hau rein, ne? Ciao. So, Dele. Das war dieser 13-stündige Stream von mir. Ich hau jetzt auch ab, ne? Nach ungefähr 20 Bier. Nee, ich glaube, es waren wie 6 oder 7 oder so, glaube ich. Naja. Ein bisschen was, kann ich was wegstecken, ne? Ja, danke, James, dass du da warst. Und alle anderen, die im Chat waren. Hier Raulio hat mir reingeschaut. Und Akasuna im Chat natürlich war auch voll im Stream, im Discord mit dabei. Der Host of Sindorf war richtig cool. Host war heute richtig lang dabei für seine Verhältnisse. Das ist jetzt auch schon wieder ein paar Stunden näher, aber ja, und dann Olaf war sehr aktiv. Ja. Hat Spaß gemacht, der Stream. Schaut mal wieder vorbei. Followt mich, abonniert mich, wie ihr Bock habt, ne? Aber ihr wisst, euer Tamurion bleibt euch erhalten, ne? Bis demnächst, haut rein, immer reinhauen. Bis zum mittelfristigen Pyrosieg, Fallout of Freezing Moon, Heil Satan und gute Nacht.